Hallo, meine Lieben. Ja, ich bin gerade babysitten. Tada. Der Kleine ist gerade zum Glück eingeschlafen. Ich weiß nicht, was wollt ihr wissen über das Baby? Ich kann ja nicht so viel erzählen. Und zwar war es relativ spontan, dass ich heute babysitte. Sie hat mir gestern Abend erst Bescheid gesagt und mich gefragt, ob ich babysitten kann. Und ich dachte mir natürlich, okay, versuche ich, obwohl ich heute sehr viele Termine habe. Aber ich mache es einfach mal. Und dann habe ich euch direkt gefragt, ob ihr Lust habt auf ein Video. Und das wurde natürlich mit Ja beantwortet. Was heißt natürlich? Also, ne? So, ich muss mich mal kurz hinstellen. Ich habe schon Seitenstiche. Wir sind hier mitten in Hamburg, im Stadtpark gerade. Hier sind richtig viele Leute, die gucken. Ja, wie gesagt, Klein ist gerade eingeschlafen. Er ist 8 Monate alt, knapp. Sein Name, ich weiß nicht, okay, er heißt Luis. Ich glaube, es ist nicht so schlimm, wenn ich das sage. Und er ist schon echt groß. Er wiegt schon 11 Kilo, also ist echt ein Riesenbaby. Und Kinderwagen haben wir in Emma Junga. Ihr seht. Und er schläft halt gerade. Ich bin ganz froh, er hatte gerade einen Schreianfall. Also er war relativ ruhig, als er mich das erste Mal gesehen hat. Und hat aber immer, als ich ihn umarmte, nach seiner Mama geguckt. Und dann sollte ich gerade spazieren gehen, weil er dann wohl am besten schläft. Stimmt ja auch, er ist nach 5 Minuten eingeschlafen. Und aber dann hat er was zum Spielen gehabt und das hat er sich wohl irgendwie ins Auge geschlagen oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er beim angefangen zu schreien, wie sonst was. Er hat aus dem Kinderwagen total doll geschrien. Und ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Und ich habe einfach das gemacht, was die Mama gemacht hat, und zwar ihn hochgenommen und ihn beruhigt. Ich glaube, das ist auch einfach das Beste, was du machen kannst. Ja, und dann ist er relativ schnell wieder ruhig geworden. Es nervt mich so, dass ich immer so aufhören muss mit der Kamera, weil mir ist es immer noch ein bisschen peinlich. Und Hamburger Stadtpark sind schon viele. Wir sind gerade am Planetarium, schaut mal. Sehr schön. Ja, und dann hat er halt immer ein bisschen rumgelabert und rumgespielt. Dada ist sein Lieblingswort. das war bis jetzt passiert. Und die Mama kommt um 5 wieder ungefähr. Ja, und jetzt haben wir es ungefähr 2:30, also ich muss so ungefähr 3 Stunden auf ihn aufpassen. Was für mich jetzt so kein Problem ist. Nur war es halt einfach so komisch, weil ich kannte ihn halt vorher nicht. Ich wusste nur, wie alt er ist und dass er ein Junge ist. Und so ein Charakter vom Baby muss man natürlich auch erstmal kennen. Und wie reagiert das Baby auf dich? Die vorigen Babys, bei denen ich babysittet habe, war immer ganz schlimm, dass sie so Mama fixiert waren. Er ist voll okay, geht aber mit mir mit. Ist ihm relativ egal. Ist natürlich gut für mich. Ja, jetzt sind wir gerade am Planetarium. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal da hinten hin, weil da ist noch ein Spielplatz. Hier sind auch relativ viele Leute. Aber ich setze mich, glaube ich, gleich mal kurz auf die Bank. Weil ich bin echt ausgepowert. So reden und laufen dabei ist schon echt anstrengend. Hier ist das Planetarium. Schaut mal. Da war ich als ganz kleines Kind mal, weil die haben oben so eine Kuppel. Und da kann man Filme gucken. Aber die ist halt 3D und du liegst halt unter der Kuppel. Also du liegst in diesem Kino drin. Und oben auf dieser kompletten Kuppel läuft halt der Film. Das ist richtig cool. So, meine Lieben, wir sind jetzt ein bisschen am See. Schaut mal. Richtig schön hier. Also kaum zu glauben, aber Hamburg kann auch schön sein. Es reicht jetzt nach dem G20-Gipfel und so schon krass, dass es halt hier war. Und ich bin jetzt einfach hier. Ist schon krass. Ja. Wir sind jetzt gerade ein bisschen am See. Der Kleine schläft immer drinne. Ich wundere, warum hier so Klammern sind. Hier ist so ein Spucktuch vor.
Der Kleine kann in hell nicht so gut schlafen, deswegen hat die so ein Spucktuch davor. Ja, aber besser der Kleine schläft gut, anstatt dass wir das wegmachen und er schläft nicht gut. Hier unten haben wir noch eine Trage drin von Bondolino. Sie meinte, dass er manchmal getragen werden möchte. Ist der Handy spielt? Schau da. So, mein Lieben, ihr Kleines ist wach geworden. Und wir sitzen jetzt hier ein bisschen. Nicht weinen, ne? Was ist los? Was ist los? Das Stapeln. Dein Fuß soll mit seinen Socken ausziehen? Nee, Socken wollen wir nicht ausziehen. Ich habe das jetzt immer noch am See hier. Und das ist jetzt ein bisschen auf meinen Schoß. Die Socke wollen wir nicht ausziehen. Enten? Wo sind die Enten? Mba? Schau mal, da sind die Enten. Da hinten sind die Enten. Sind die Enten? Ja, ne? Die Enten sind toll. Ja, Handy ist auch toll, ich weiß. Aber? Und gleich mal auf die Wiese gehen. Oh. Ne, da wollen wir nicht hin. Vorsichtig, Luis. Ja. Guck mal, da sind Enten. Siehst du die Enten? Enten? Guck mal, da sind Enten. Ja, Enten. Willst du das Handy haben? Ja? Nein, das wolltest du nicht. Nein. So, wir sind noch ein bisschen auf der Wiese, weil er einfach nicht Kinderwagen möchte und so. Ne, Luis? Wir sind nicht im Kinderwagen, ne? Er möchte lieber auf der Wiese spielen. Am liebsten mit dem Schlüssel, aber das ist zu gefährlich. Er wirft das immer so durch die Gegend. Und da habe ich ein bisschen Angst, dass er sich einfach wehtut mit dem Schlüssel. Wir sind hier auf so einer richtig schönen Wiese im Rosengarten. Vielleicht kennt das hier jemand. So sieht das hier aus. Nicht mehr toll. Guck mal, es rasselt. So Musik machen. Nicht umkippen. Na. Wir sind auf dem Rückweg, weil die Mama kommt gleich wieder. Luis, kommt Mama gleich wieder? Aufpassen! Yeah.
und schon ist die Zeit fast vorbei. Am Anfang habe ich es gehofft. Ich war halt nicht mehr in diesem Babysitter drin, so, ne? Ja. Und ich muss mich da so ein bisschen wieder reinfinden. Willst du auch was erzählen? Erzähl mal was, Luis. Erzähl mal was. Jetzt nicht mehr? ja. Und er ist die ganze Zeit wach, wie gesagt, seitdem er nicht mehr schläft. Und er will das Handy unbedingt die ganze Zeit haben. Ich glaube, deswegen meckert er gerade so rum. Ich bin schon auf dem Rückweg eine längere Zeit und wir sind auch gleich schon da. Ne? Und die sind wir bald bei Mama, ne? Ja, die kommt auch gleich, schon gleich 4:30. Und um 4:30 wollten wir uns ungefähr treffen. Ja, ich wollte noch kurz was ansprechen. Und zwar habe ich gerade verschiedene Positionen ausgesucht, wie der Kleine endlich in den Kinderwagen möchte. Denn wir haben gerade auf der Bank gespielt, danach haben wir im Rasen gespielt, dann wieder auf der Bank. Und dann wurde es langsam Zeit zurückzugehen. Und er wollte und wollte nicht in den Kinderwagen. Und so ein 11-Kilo-Kind tragen ist schon nach der Zeit echt schwer. Erst recht, weil ich gerade mal 4-mal so viel wiege wie er. Ja, das ist echt auf jeden Fall schwer nach der Zeit. Ja, und da ich mich so gut mit Kindern auskenne, kein Lob an mich oder so, aber so Grunderkenntnisse haben mir dann geholfen, die richtige Position für ihn zu finden. Ja, also seine Mama hat gesagt, ich soll ihn tragen, mit dem Tragegurt halt. Aber ich dachte mir, nee, das zickt er sowieso rum, weil er die ganze Zeit nach vorne gucken wollte und halt alles sehen wollte. Da habe ich ihn hingesetzt im Kinderwagen. Ja, das fand er irgendwie auch richtig, richtig scheiße. Er hat nur geheult. Eh, nicht da. Hier ist der Löffel, nimm den. Und so, dann habe ich ihn auf den Bauch gelegt, hat seine Mama auch gesagt, und dann nach vorne rausschauen lassen, habt ihr ja auch gesehen. Fand er dann halt wirklich kacke. Hat er auch nur rumgeheult. Also am Anfang fand er es echt richtig, richtig toll, als was passiert ist. Wo alles leer war, er fand es einfach langweilig. So. Ja, und dann habe ich ihn jetzt einfach hingesetzt, hinten. Also ich habe die Liege komplett auf Liegen und ihn hinten hingesetzt, sodass er neben gegen das Verdeck lehnt. Habt ihr ja gerade schon auch gesehen. Er sitzt da hinten halt so in der Ecke. Er ist so eine Grinsebacke. Er hat die ganze Zeit noch nicht gelacht. Und jetzt mache ich das immer, und er ist wie so verstarrt, wie so eine Statue und lacht einfach. Das ist so unglaublich süß. Ja, und dann sind wir auch schon gleich zu Hause, müssen über die Straße, und dann sind wir auch schon gleich da. Und dann verabschieden wir uns noch, ne? Und dann sehen wir uns vielleicht bald wieder. Also nicht irgendwie jetzt komisch wegkommen hier, aber Babys lieben es, wenn man so kindisch ist. Das mögen Babys einfach. So, ich würde sagen, wir sehen uns gleich nochmal. So, meine Lieben, wir sind jetzt da und dann würden wir uns auch verabschieden. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja, Luis, bis zum nächsten Mal.